hier in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden zu unserem offiziellen Auftakt für diese Landtagswahl. Es ist noch lange nicht entschieden. Und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie heute alle gekommen sind. Das ist ein super Bild. Und mein besonderer Dank gilt der Frau, die für das Erfolgsland Deutschland für mehr steht als jede andere Persönlichkeit, der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie zu unserem Wahlkampfauftakt heute gekommen sind. Tatsache, dass wir stark und erfolgreich sind, und ich sage jetzt mal nicht beliebt, sondern dass dieses Land geachtet und geschätzt wird, und dass man Respekt diesem Land gegenüberbringt. Das hat was mit den vielen Millionen Menschen in diesem Land zu tun. Aber es ist untrennbar verbunden mit der Person, die Deutschland in den letzten Jahren geführt hat, auch in schwieriger Zeit, der die Menschen vertrauen und von der, davon bin ich überzeugt, ganz viele Menschen wollen, dass sie auch in Zukunft Deutschland führen. Muss stark bleiben, deshalb CDU wählen. Deutschland stark, muss stark bleiben, auch CDU wählen. Und die Frau, die für uns alle das am besten verkörpert und Deutschland in die Zukunft führt, das ist unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Stärken der Menschen zum Ausdruck kommen zu lassen, sich nicht darüber aufzuregen, dass wir unterschiedlich sind, sondern daraus die Kraft zu schöpfen, dass wir solidarisch sind. Das ist das, worum es uns geht. Sagen Sie das den Menschen. Es ist nicht immer einfach mit uns, aber ich glaube, es ist zu Deutschlands Besten.